Mit Aber uns wenn redet. Russland und die USA sogar 100% ihre atomare Arsenale vernichten werden, von einem Tag auf den anderen, wird das Problem von Nordkorea, vom Iran, von Pakistan und von anderen Ländern nicht Sie lösen? Sie verstehen nicht, was wir sagen. Es hat nichts mit dem Einsatz zu tun. Es hat mit der politischen Dynamik von einem Land. Und es gibt in Amerika zum Beispiel eine sehr starke Lobby, Global Zero heißt das, mit sehr vielen, sehr wichtigen Leuten, die wirklich auf Null reduzieren wollen. Die werden das wahrscheinlich nicht schaffen, aber sie... Das heißt, die Vision einer Atomwaffe. Ja, und dass Russland da steht und sagt, nein, das ist egal, das sind die Kalischnikows, die Leute sehen, das zeigt, dass Russland erstens ein armes Land geworden ist. Dass man die Waffen benutzt, um eine militärische Stärke darzustellen, die man eigentlich nicht hat. Aber zweitens, dass man total unempfindsam ist für die Wünsche nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern in der übrigen Welt. Total unempfindsam. Und dass Sie da sitzen und sagen, was ist der Unterschied? Da werden Leute in Afrika andersrum getötet. Schauen Sie, der letzte Mal, in die atomare Waffen eingesetzt wurden, das liegt schon fast vor 70 Jahren. Nach diesem Tag, es war innerhalb vom Zweiten Weltkrieg, gab es in der Welt hunderte Kriege mit Millionen von Toten. Wenn Sie heute daran schauen, wo am meisten die Leute sterben, die sterben dort, wo sogar keine Panzer, wo nur die Schusswaffen eingesetzt werden. Das sind alle Genozide in Afrika, das ist dieser schreckliche Krieg in Syrien. Dort werden keine Artilleriesysteme und anderes so im großen Stil eingesetzt, sondern die Leute werden massenhaft mit Schusswaffen, mit Kalaschnikows und mit anderen Maschinenpistolen, Maschinengewehren umgebracht. Und gleichzeitig schauen Sie an Afghanistan, wenn die US-Amerikaner zurückziehen, ich verstehe das sehr wohl, Mr. Obama hat es versprochen, die Armee zurückzuziehen, der muss irgendwann mindestens ein sein Versprechen erfüllen, wenn es mit Guantanamo nicht klappt. Aber denken Sie daran, wenn die NATO-Kräfte aus Afghanistan zurückziehen, wie wird es dort enden? Es kann dort ein richtiger Blutbad erscheinen. Und Atomwaffe, Pakistan ist Atomwaffenmacht, es spielt keine Rolle. Die Leute werden dort nicht mit atomaren Sprengköpfen umgebracht. Und das ist die Verantwortung, dass der Westen tragen muss. Afghanistan, Syrien, die anderen Länder, wo man die Leute davon schützen muss, von einer einfachen Pistole umgebracht zu werden. Oder? Der Punkt ist hier ist folgendes. Wir haben eigentlich, unser Dialog ist der echte hier.
die Amerikaner und die Europäer, erstens die Europäer schließen sich näher an die Amerikaner jetzt, weil sie tatsächlich in Schwierigkeiten sind. Aber es ist nicht nur das, sondern wir haben eine Vision, das hat der Präsident sehr ausführlich in seiner Rede heute dargestellt, von einer demokratischen Welt. Und um diese demokratische Welt durchzusetzen, muss man auch jetzt enger zusammenarbeiten, nicht um gegen China zu arbeiten, sondern um sicher zu sein, dass sozusagen, wie man jetzt in der Computer Speak redet, the operating system für die future Demokratie sein wird. Und es ist nicht nur China, es ist ein Großteil der Welt, Russland zum Beispiel, dreht sich genau in die andere Richtung von Demokratie. China ist vielleicht auf dem Weg, aber langsam. Und es versucht in verschiedenen Weisen, zum Beispiel das Internet zu blockieren, etc. So, es gibt ein Russland natürlich auch von einer großen Bedeutung ist die Tatsache, dass diese Skandale, die in den USA zurzeit sehr große Rolle spielen, diese Prism-Skandal, diese Ablesen von Facebook, diese Drohnengeschichte und so weiter und so fort, praktisch nicht angesprochen wurden hier während der Rede. Da der Obama war ständig in der Defensive, der musste sich praktisch unbewusst vor der Bevölkerung Berlins rechtfertigen. Und die Russen, natürlich so der Kreml, die russische Regierung, die zeigt sehr gerne, vielleicht so nicht ganz deutlich, aber deutlich genug auf diese Probleme und sagen, ja, schaut mal, ihr denkt, dass wir hier in Russland Probleme mit der Demokratie haben. Nee, schaut dann auf den USA. Und die reden von der Demokratie, aber lesen eure Facebook-Daten mit. Die reden von das und machen das. Und die Tatsache, dass der Obama hier von der Freiheit sprach, aber selbst hinter einem Panzerglas stand, das wurde in Russland sofort thematisiert und sagten, ja, hallo, man spricht davor, dass man die Berliner Mauer nicht mehr hat, aber steht tatsächlich in dem Moment hinter einer Glasmauer. This is the spirit of Berlin. And the greatest tribute that we can pay to those who came before us is by carrying on their work to pursue peace and justice, not only in our countries, but for all mankind. Vielen Dank. God bless you. God bless the peoples of Germany, and God bless the United States of America. Thank you very much.